Zukunft. Die Nachbarn der Österreich niedergelassen und auch für Nachwuchs gesorgt. Erstmals seit 100 Jahren. Levelü, die Flasche Sekt ist alle. Also denn bloß dieser einfache Apfelsinensaft. Aber er schmeckt trotzdem ganz hervorragend, also gibt es gar nicht. Plus eben die kleine Note des Sektes, der fehlt. Ne? Macht sich bemerkbar. Heute ist Freitag, der 4. Februar 2022. Ich möchte bloß wissen, wo der Januar geblieben ist. Also, katastrophal, wie die Zeit vergeht. Tja, und genauso vergeht auch mein Reisebericht. Das ist schon der Teil 6, der jetzt kommt. Vom Teil 5 haben wir uns verabschiedet. Mit einem herrlichen Festessen nochmal. Und dann ging es anschließend zum Bahnhof. Der neue Zug wird nochmal vorgestellt. Ich hatte mich ja schon zur Genüge darüber geäußert. Ich zeige aber nochmal ein paar Einzelheiten. Wie ich mich zu Anfang ausgedrückt habe, die Züge sind dann nach russischen Bedürfnissen bzw. nach russischen Vorstellungen verändert und die Veränderungen zeige ich zum Teil mal. Ne? So, dann geht's los Richtung Moskau. Dann möchte ich doch jetzt mal noch zu ein paar Vorgängen sprechen. Also sie sind so richtig typisch. Im Verhältnis Bundesrepublik Deutschland-Russland oder sagen wir Russische Föderation. Also die Bundesrepublik entzieht dort dem russischen Sender RT, weil der nämlich staatsnah ist, die Sendeerlaubnis. Nur was folgt, kann man sich ausrechnen von russischer Seite, der gleiche Patsch hinterher. Und jetzt ist das Tam-Tam aber auch da. Ja, die russischen Journalisten können in Deutschland weiterarbeiten, die russischen nicht. Und wie böse doch die russischen Behörden sind. Die Kulturstaatsministerin, ich glaube, so ist ja neuer Titel. Also erst läuft sie hinter einer Demonstration her mit dem großen, mit der großen Losung Deutschland tut Stück Scheiße. Wohlgemerkt, sie ist jetzt Kulturstaatsministerin. Lief dahinter her. Ja, vielleicht war das in ihrer Jugend, hat sie das nicht so richtig begriffen. Und will sich doch nun jetzt über russische Kultur äußern. Also, was haben wir da bloß für Leute? Ja, der Einzige, der da meines Erachtens noch ein bisschen durchgeblickt hat, er hat sich dann dazu geäußert, ist dafür auch gleich geflogen, also es ging ruckzuck. Das war da Kai-Achim Schönborn. Sein Ziel war allerdings gewesen, Russland von China fernzuhalten. Na, das schafft er nicht, das macht nichts. Das ist also das nicht zu machen. Naja, so, was nun für den letzten Teil weiterhin sagen? Ganz einfach. Große Momente für diese Rückennummer Nummer 2 konnte ich nicht sammeln, das ist ja auch bekannt. Ich habe ja das ein paar Mal angesprochen. Die Momente, die mir auffielen, habe ich benannt. Tja, und so wie ich das im ersten Teil gesagt habe,
ein großer Anspruch. Mal sehen, ob er erfüllt wird. Also, ich glaube, momentan kann den noch niemand erfüllen, diesen Anspruch. Es wird so sein, wie ich das auch ein paar Mal schon gesagt habe, dass die Leute, die die Sowjetunion Nummer 2 bilden werden, selbst entscheiden, was sie machen. Ob sie die Sowjetunion Nummer 2 bilden oder ob sie die nicht bilden. Das ist ganz rein deren Angelegenheit. Tja, ob da die Frau Kulturstaatsministerin der Bundesrepublik Deutschland genauso denkt, also das konnte ich bisher noch nicht feststellen. Tja, gucken wir uns den Rest an, bis es dann zurückgeht in die Heimat. Also drauf los, der Teil Nummer 6 von dem Gesamttitel wird es eine UdSSR Nummer 2 geben. Поезд поедет куда туда или туда? Я куда поеду? Туда? Я не говорю тебе бежать. Ну говорите по-русски. Вы владеете русским языком? Владею, конечно. Сейчас принесу. Sehr geehrte Passagiere, es ist erlaubt, auch während des Aufenthalts auf den Bahnhöfen die Toilette zu benutzen. Diese Waggons sind ausgebaut als Liegewagen und so hat nun ein Zug bestehend aus mehreren Waggons, einmal Sitzreihen, einmal Liegewagen und einmal Schlafwagen. So sieht es nun wieder im Hotel der Slawen in Moskau aus. Einmal ein großer Rundblick durch das Zimmer. Naja. So, geht's noch?
natürlich mit der Taxe vom Hotel der Slawen in Moskau in Richtung Flugplatz Scheremetjewo. Also ich muss eindeutig sagen, also ganz ehrlich, auf dieser M10 von Moskau nach Peter, im Bereich von Moskau, habe ich sehr wenig erkannt. Nun gut, es mag auch früh morgens gewesen sein, da sieht man ja doch immer ein bisschen weniger, aber es hat sich alles verändert in Moskau. Aber hier muss man sagen, zum Besseren, die Straßenverhältnisse wirklich sehr gut, ich kenne die wesentlich schlechter. Die Eingangshalle des Flugplatzes von Scheremetjewo, also Moskau-Scheremetjewo. Und interessant ist wieder die große Anzeige. Hier ist es erstmal Chinesisch, also Russisch, daneben Chinesisch, wo das hingeht. Eine riesengroße Uhr mit den verschiedenen Zeitzonen, die es in der Welt gibt. Ein Blick auf das Flugfeld in Moskau-Scheremetjewo, aber das ist nicht unser Flugzeug. Aber das ist unser Flugzeug. Und damit werden wir in Richtung Berlin fliegen.
Unser Flug in Richtung Berlin wurde aufgerufen. Durch einen Gang können wir da ins Flugzeug gehen. So ein bisschen hier habe ich mich gewagt zu fotografieren und dann, naja. Nun, es versteht sich, wir sind nicht alleine auf diesem Flugplatz in Moskau-Scheremetjewo. Hier wird erstmal unser Gepäck noch eingeladen. Aber hier ist schon das kleine bisschen moderner, da werden nicht mehr die einzelnen Koffer geschwungen, sondern das ist alles schön in kleine Container verpackt. Passt hier recht für das Flugzeug. Дамы и господа, мы начинаем подготовку к взлету. Просим вас перевести в авиарежим или выключить все электронные устройства и мобильные телефоны, убедиться, что ручная кладь, ноутбуки, электронные устройства большого размера размещены на багажной полке или под сиденье кресла перед вами. Ladies and gentlemen, we are preparing for take-off. Das große Rollen hat begonnen auf dem Flugplatz und nun wollen wir mal sehen, wo wir noch hingeführt werden. Es ging nicht gleich zur Startbahn. Обратите внимание на демонстрацию аварийно-спасательного оборудования нашего самолета. Direct your attention to the safety features demonstration. Наш самолет имеет 8 аварийных выходов. Аварийные выходы оборудованы надувными трапами и расположены в передней, средней и хвостовой частях самолета. This aircraft has 8 emergency exits. The emergency exits are equipped with evacuation slides and located on the front, middle and rear parts of the aircraft. Выходы обозначены световым табло. The exits are marked with illuminated signs. Светящаяся дорожка указывает. You can get more information from the safety. Смотри, Кристина. Нет, я не могу не положить.
Продовжуємо питання напітки товари магазина «Скайшоп». Туалетні кімнати для пасажирів салону класу «Економ» розположені в середній хвостовій частині самоліта. Просимо вас в течение всего полета воздержаться от перемещения по салонам самолета и оставаться на своих местах с застегнутыми ремнями безопасности. Перед посещением туалетной комнаты сначала убедитесь, что не горит индикатор «Туалет занят». Это поможет исключить образование очереди. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, during the flight, we will serve food and drinks and offer special items for purchase. Lavatories for economy class passengers are located in the rear of the aircraft. Please refrain from moving around the cabin and remain in your seat with your seatbelt fastened during the whole flight. Before visiting the lavatory, first make sure the indicator to the top of light is off. This will help to avoid crowding. Thank you.
Meine Damen und Herren, wir werden des Glückes bitten, wir innen essen, Getränke und fahren nach das Kaffee. Hier ist alles im Wesentlichen nur schemenhaft zu erkennen, aber das liegt daran, dass wahrscheinlich unsere Fenster in der Heizungsanlage der gleichen kleinen Mikrolichtern die Fenster auch gleich sind. Man kann es nicht anders auffassen. Aber es ist ja wohl zu sehen, dass wir hier auch nur nicht alleine sind in der Hinweiserei. Das Polonierzen und das Doma, das hat auch was zu tun. Da kam ja nicht einmal in der Kiste an die Gabriel von mir, die kam an die Duma, die Gabriel von mir. Ich habe mich dann gewartet, das nennt es mir. Ich nehme sie bei dem Mal etwas. Das können wir The aircraft is ready for takeoff. Please ensure that all electronic devices are turned to a flight mode or switched off. Your seatbelt is fastened, your seat is in the upright position, and your tray table is stowed. We wish you a pleasant flight.
Meine Damen und Herren, wir sind nun startbereit. Bitte vergewissern Sie sich, dass alle elektronischen Geräte auf Flugzeugmodus geschaltet oder ausgeschaltet sind. Ihr Sicherheitsgurt geschlossen ist, Ihre Sitzlehne senkrecht steht und Ihr Tischchen eingeklappt ist. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Richtung Startbahn und mit frisch gesäubertem Flugzeug hinauf in die Luft. Ja, es geht höher und höher. Also wir fliegen schon. Mit dem absolut nicht russisch klingenden Namen Regina, kommt nicht Regina aus dem Lateinischen? Jedenfalls war an ihrem Namensschild Regina geschrieben, in lateinischen Buchstaben, also nicht russisch, aber ganz fleißig und freundlich. Das trübe graue Wetter von Moskau verlassen, sind durch die Wolkendecke geflogen und was fanden wir über den Wolken? Sonnenschein, 100% blauer Himmel, alles ganz hervorragend.
Und so geht es in Richtung Berlin. Wir sind von nun schon über den heimatlichen Gefilden. Es kann nicht mehr allzu lange dauern, bis wir an dem Flugplatz Berlin, abgekürzt BER, landen werden. Ich glaube, die ersten Flugzeuge sind schon zu sehen. Es kann nicht mehr weit sein. Без маски. Я. Только коротко. Вот так. И как вам нравится в Германии? Я еще не была в Германии. Нет? Unsere Stewardess mit dem fremdländischen Namen Regina stellt sich noch mal richtig in Positur und zeigt sich mit ihrer ganzen Schönheit. Da wird ich Regina. Das Kommende erweist sich als nicht schön. Es gibt 6 automatische Durchgänge, von denen 4 gesperrt sind. Beste Grüße, Flughafen Berlin, BER. 10 Jahre verspätet aufgemacht.